Heute möchten wir die Schichtdickenmessung zur Lacküberprüfung an diesem Fahrzeug durchführen, und zwar mit dem ET111 der Firma Etari. Das Gerät lässt sich ganz einfach mit Druck auf den Sensor einschalten und dann kann man auch schon beginnen zu messen. Wir beginnen mal hier an der linken Tür. Das Gerät gerade und fest auf die Lackoberfläche aufsetzen. Dann können wir hier abmessen 118 Mikrometer. 112, das ist vollkommen in Ordnung, das entspricht der Standardlackdicke des Herstellers. Und bei der Standardlackdicke sind auch Abweichungen von bis zu 30 Mikrometer vollkommen in Ordnung. Da die Lackoberfläche eine wellige Struktur besitzt, kann man sich vorstellen, so ähnlich wie eine Orangenhaut. Okay, 114, da ist alles in Ordnung. Jetzt gehen wir mal hier weiter an den hinteren linken Kotflügel. Und hier sieht man eine deutliche Abweichung. Hier haben wir 170 Mikrometer, also hier dürfte überlackiert sein. Jetzt prüfen wir mal noch ein paar Stellen weiter. 176, 183, 172, also hier dürfte überlackiert worden sein. Jetzt probieren wir mal noch hier oben im Bereich. Dann haben wir hier wieder 120, wieder Standardlackdicke. Also hier unten ist auf jeden Fall wahrscheinlich überlackiert worden. Jetzt gucken wir mal weiter, ob die Werte noch höher werden. Ja. Jetzt haben wir hier schon über das Doppelte. Jetzt haben wir hier schon bei über 400. 700. Über 900. Ja, also hier dürfte auf jeden Fall eine gespachtelte Stelle sein. Hier haben wir über 1000. Jetzt schauen wir mal hier genauer nach. Und dann sieht man auch hier die wellige Kante. Also hier ist auch unsauber nach dem Spachteln abgeschliffen worden. Also haben wir hier mit dem Gerät eine gespachtelte Stelle gefunden an dem Fahrzeug. Und wir haben, wie man hier erkennen kann, an dem Fair bisher auf Eisenmetall gemessen. Und das Gerät schaltet auch automatisch um zwischen Eisen- und Nicht-Eisenmetall. Das kann ich Ihnen noch kurz zeigen. Wir haben dann hier eine Standard-Nullplatte aus Aluminium. Wenn man die ans Gerät ranhält, dann zeigt das Gerät auch Null an. Die Platte ist auch unbeschichtet, wunderbar. Und wir sehen hier Non-Fair, also für Non-Ferrum, für Nicht-Eisenmetall. Dann sieht man, dass das Gerät automatisch umschaltet. Ups. Jetzt kann man hier noch eine lackierte Stelle mit einer Standard-Kunststoffplatte von 102 Mikrometer imitieren. Dann zeigt er uns hier 103 Mikrometer an. Die Standardplatte hat eine Abweichung von plus minus 2 Mikrometer. Das ist also wunderbar. Und es lässt sich mit einer zweiten Kunststoffplatte noch eine überlackierte Stelle imitieren. Die hält man dann auch wieder ran. Und dann haben wir hier 203 Mikrometer. Ist auch wieder wunderbar und entspricht noch der Abweichung der zulässigen.